Yo, moin moin Leute, der Esker ist wieder da mit einer weiteren Folge Paladins Road to Diamond. Wir spielen heute immer Ruckus, haben zum Glück noch einen Terminus an unserer Seite. Janos als Healer, noch zwei Damage-Leader in Form von Drogos und Lian. Spielen gegen einen Fernando als Single-Tank mit einem Maldamba als Single-Support, einer Willow als Damagerin und zwei Flanks in Form von Sinn und der guten Mief. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier gewinnen können. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Rocket Barrage nehmen wir auf jeden Fall mal mit, würde ich sagen. Der Main Damage, wo kommt denn der Main Damage her? Also so richtige Main Damage, Burst Damage Quelle haben die Gegner ja nicht. Von daher können wir eigentlich die Rocket nehmen. Wobei natürlich auch viele Squishy Characters bei denen am Start sind. Von daher wäre vielleicht Aerial Assault nicht schlecht. Aber wir nehmen einfach mal die Rocket Barrage mit. Nehmen auf jeden Fall auch Kord mit, ganz klar. Terminus of Undying, Luminary Genos, Combustible Drogos und Precision Lian, kann man so machen, muss man nicht. Crush jetzt auf Terminus am Start, das ist sehr geil bei den Gegnern. Yomi, Blastflower, Street Justice, Scorch und Spirit's Chosen, also alles komplett Standard bei den Gegnern. Nichts Besonderes, wir brauchen hier auf jeden Fall den High Ground. Also mal gucken, dass wir hier bei den Leuten helfen können. Können wir irgendwie nicht. Die zwei Flanks rasieren hier alles weg. Die Willow können wir auch nicht. Kriegen wir denn den Nando? Nein, kriegen wir auch nicht. Die kriegen wir auch nicht. Und dann sterben wir. Mist, da hätten wir vielleicht doch lieber chasen gehen sollen. So kommen da alle drei Gegner mit 2-3 HP weg. Also Mief da mit minus HP auf jeden Fall. Sinn war da auch kurzzeitig richtig low. Und ja, die Willow stand da auch richtig low rum. Da stirbt Drogos wieder. Und die zwei Flanks rasieren einfach so durch, auch ohne Burst Damage, aber von uns kommt irgendwie auch wenig Damage. Drogos jetzt mal mit einem Kill, wird aber direkt gerefragt. Wir sind auch gleich komplett ohne Kill dabei, zwar mit einer, mit drei Eliminierungen, aber noch ohne Kill, das ist ein bisschen bitter. Gucken wir, ob wir hier wieder High Ground kriegen, da kommt doch schon wieder Sinn angepressured. Ne, es ist ein Mief. Eigentlich auch mal gucken, dass wir hier auf den High Ground kommen. Da kommen wir nie hinterher. Da muss der Drogos klären. Klärt er auch in der Situation mal. Gucken, wo der Sinn hier rauskommt. Oh, meine Rocket Barrage. Ich wollte auch mit irgendwem switchen, aber keiner hatte Bock mit mir zu tauschen. Und wo kommt denn hier der Damage? Ab da oben im High Ground. Ist eine Willow. Ah, da im High Ground ist alles. Mal gucken, ob wir jetzt hier auch den High Ground kriegen. Dann müssen wir ein bisschen Damage machen. Müssen aber gucken, dass wir ein bisschen überleben. Hoppala. Lian stirbt da auch wieder weg. Sinn kommt da auch wieder weg. Können wir in Hunten gehen? Nope, kommen wir auch nicht dran. Ja, und langsam mal ein Heal up. Genos Boy, wie sieht es aus? Hast du Zeit? Nope, gehen wir halt out of combat. Auch absolut in Ordnung. Das
30 seconds remaining. Oh. 15 seconds remaining. 10, 9, 8. Sieht zumindest mal so aus, als ob wir das hier defenden können. 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Auf den Dumber. Wir sind, aber warum picken wir auch First? Ich weiß nicht, also unsere First Picks, ich weiß nicht, ob man es noch gesehen hat im Video, ich glaube nicht. Unsere First Picks waren Drogos und Genos. Also beziehungsweise unser richtiger First Pick war nur Genos, dann haben die Gegner Sinn und Willow gepickt. Dann haben wir Drogos und Terminus gepickt. Dann Fernando und Mief bei den Gegnern. Und am Ende haben wir noch Ruckus und Lian gepickt. Und am Ende, der letzte Pick von den Gegnern war dann Maldamba. It's what I'm doing on left. What? Ich komme nicht hinterher. Auf jeden Fall habe ich allen gesagt, ich kann Ruckus nicht. Keiner wollte mit mir tauschen. Naja, never mind. Müssen wir das Beste natürlich raus machen. Im Ranked Ruckus zu trainieren ist natürlich auch nicht so das Idealste, was man machen kann. Flank left finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich möchte nämlich den High Ground haben. Genos wieder instant down. Ah, Willow haben wir da mal. Alle down. Wuhu! Beimal, zweimal weggesnackt. Erstmal gucken, dass ich hier auf den Highground komme. Das wäre mir jetzt sehr lieb. Guten Light ist halb so geil. Dann machen wir keine Faxen hier. Funktioniert. Glaube ich zumindest. Habe ich ein Gefühl, dass das gut funktioniert hat. Willow da oben mal ein bisschen chasen gehen. Dann will wir erstmal den Punkt einnehmen. Warten mal, dass wir hier einen Heal vom Genos abbekommen. Gegebenenfalls nicht. Er spreadet halt sein Luminary lieber auf andere. Ist natürlich auch legitim. Oh, tschüss. Behind us. Ich würde zwar gerne hier irgendwie den High Ground kriegen. Oh, da schon mal 500 Damage auf Sinn. Ist natürlich nicht so schlecht. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Und der Payload, also schon da vorne, immerhin. Also eine Blast Flower, beziehungsweise ein Seedling. Oh, lief da oben. Oh oh. Da kommt eine Menge Damage. Da gehen wir lieber erstmal out of combat, verschenken hier keine Credits. Drogos kann es nicht so gut. Chillen halt ihr Leben auf dem Highground, das ist unglaublich. Oh, wieder Low HP. Huh! Ah!
Läuft doch halbwegs, würde ich sagen. Hochkonzentriert mal wieder irgendwie. Aber ich weiß auch nicht so genau, ob das so hochkonzentriert ist. Nehmen wir einmal Haven mit und einmal Rejuvenate. Hätten auch natürlich direkt auf Rejuvenate 2 gehen können, aber... Es ist halt ein Lumi James Joss, also so viel Heat bekommen wir eh nicht ab. Push the Payload, kommen wir nochmal dran, ist die Frage. Ja, sieht ganz gut aus, dass wir dran kommen. Ah, da treffen wir gar nicht die Mief. Ah, da nochmal so ein bisschen. Ah, da kommen sie alle wieder mit 0 HP weg. Immerhin nochmal die Fernando-Ult rausgebaitet. Nochmal ein paar Punkte gesammelt, aber nicht genug. Mensch, Mensch, Mensch. Aber naja, könnte schlimmer aussehen. Wir hätten schon verlieren können. Fernando used Ult. Yes. Das heißt, keine Nando-Ult. Sinn und Willow dürften nur haben. Wrecker 3 schon auf der Willow, ekelhaft. Death Hands auf dem Medamba kann man mal machen, aber erst Kronos 2 geshoppt. Erst zweimal Haven auch bei den Gegnern. Wir machen noch fast komplett Damage. Auch auf dem Sinn Blast Shield, sprich, wir machen da auch komplett Damage auf den Boy. Kurz aufgeräumt hier. Ah. Den haben wir aber, oder? Wo ist denn der? Oh oh. Ah, zwei Flanks, ey, die gehen nicht down. Ich treffe aber auch nicht gut, muss man dazu sagen. 800 Credits haben wir. Das riecht auf jeden Fall nach Haven 2. Nur auf den Lando Damage können wir mal ein bisschen verzichten, auch wenn er natürlich unser Frontline-Gegner ist. Ah, ein bisschen Damage mal rein, dass wir den Dumba da rausholen. Hm, ja, da ist doch schon wieder Sinn auch hinter mir, ne? Ja, der Genos ist halt instant die ganze Zeit down. Ob hier irgendwer steht, bestimmt, oder? Ne. Gehen wir mal hier rum, würde ich sagen. Ah, die Willow, die macht so viel Schaden, wenn wir da durch den Eingang kommen. Eieieiei. Wieder so eine Folge, wo ich überhaupt nichts erzähle. Kommt da auch nochmal weg. Kommt der Fireball, trifft uns. Kommen wir nicht dodgen. Da sind nochmal Dumba. Auch ab. Das heißt, auch abgemountet. Frage ist: Gehen wir mit dem Hexafire rein? Ja. Victory! Ein Hexafeuer nur für den Nando genutzt, aber auch egal.
Oh mein Gott, Ruckus ist halt echt nicht meins, aber das Top-Player kriegen wir trotzdem. Heftige Sache, ich glaube, im ersten Push von uns, zum, wo 2-1 vorne lang, haben wir einmal Triple gemacht. Ja, genau, an den meine ich mich auch zu erinnern. Da sind aber auch alle dezent reingelaufen. Da den Dumba gegönnt, da die Willow gegönnt und auch nochmal den Nando gegönnt. Sind wir dann irgendwie wieder hinter uns, keine Ahnung, wie der das hingekommen hat. Auf jeden Fall haben wir wieder gewonnen. Oder das heißt wieder gewonnen, aber wir haben mal gewonnen. 16 TP gibt es wieder. 58 von 100 haben wir. Ruckus Level 13 geworden. Nice, auf einem guten Weg zu Level 196. Und auf einem guten Weg zu Battle Pass Level 14. Ist nicht so schlecht, was sagen diese Dinger. Hier ist der Quest relativ wumpe. Objective Time hatte der Terminus was mehr als wieder. Ist okay, unser Genos Most Healing, unsere Lian Most Damage. Ja, Flank hatten wir keinen, von daher war, musste der Sinn oder Mief stehen. Sinn steht da jetzt. 85.000 Damage. Lian hat ein bisschen mehr gemacht, 12.000. Dann haben wir 20.000 mehr als der Drogos. Der ist auch 14 Mal gestorben. Alter Schwede, das ist gar nicht mal so wenig. Sinn bei den Gegnern mit 85.000 Damage der Beste, also auf unserem Niveau. Dann 77.000 die Willow und 66.000 der Nando. Mief ein bisschen abgeschlagen. Wie bei uns, ja, der Terminus ein bisschen abgeschlagen war. Ansonsten, ja, ach, Level 10 Karte hatte die drin, wir alten Hackers. Naja, das auf jeden Fall eine weitere Folge Road to Diamond. Shot of the Diamond haben wir bald geschafft, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja nochmal das Glück und springen ein paar, oder zumindest zwei Divisions. Aktuell ja Platin 3, da ist also noch ein bisschen was vor uns. Müssen wir mal schauen, wie lange das alles noch dauert. Es geht auf jeden Fall fleißig weiter. Ich wünsche auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der Folge, viel Spaß mit den anderen Folgen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, der ist draußen. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.